Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Ja, Mensch. Wie kommen wir eigentlich an neues Geld? Also momentan geben wir ja nur aus. Das ist eine gute Frage. Guten Abend, Genosse Chester. Ach, das ist der... Ein wahrlich schöner Abend, Genosse Vorsteher des Stadtkomitees. Wie gefällt Ihnen die neue Dienststelle? Ich brauche Zeit, um mich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Ich fühle mich wie ein Fremder. Ah, beruhigen Sie sich, Francis. Das geht bald vorbei. Haben Sie die Rede vorbereitet? Ja, um ehrlich zu sein, bin ich ein wenig aufgeregt. Ich hatte noch nie die Möglichkeit, vor einem Publikum aufzutreten. Nehmen Sie sich das nicht zu Herzen. Das sind einfache Arbeiter. Ihnen ist es grundsätzlich egal, was Sie sagen. Wozu dann das alles? Es ist nur eine Formalität, doch eine wichtige. Wie es scheint, sind wir angekommen. Nach Ihnen, Francis. Sehr geehrte Genossen, Proletarier, ich freue mich, heute bei euch zu sein, eure strahlenden Gesichter zu sehen. Eure harte Arbeit ist nicht nur der Stolz unserer Stadt, sondern auch der Stolz der gesamten Gemeinschaft der orangenen Volkskommunen. Ich schwöre vor euch allen, dass ich meinen Pflichten gegenüber den Bewohnern von Eisen 1 nachkommen werde. Ich werde so arbeiten, dass die Partei auf die Resultate meiner Arbeit genauso stolz ist wie auf euch. Vielen Dank, Genossen. Ja, der kleine Diktator steckt in dir, das merke ich. Du genießt es. hervorragender Auftritt, Francis. Sie haben sich umsonst Sorgen gemacht. Jetzt bin ich an der Reihe. Genosse River, ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Guten Tag. Und wer sind Sie? Mein Name ist Walter Weiser. Ich bin Vorsitzende der Arbeitergesellschaft in der Fabrik. Angenehm, Sie kennenzulernen. Ja, ich auch. Genosse River, in unserem Unternehmen hat sich aufgrund der neuen Reform der Krankenversicherung eine schwierige Situation herausgebildet. Wie kommen Sie darauf? Ihr Vorgänger, Genosse Lebowski, hat uns nie eine Antwort gegeben. Ich arbeite hier erst seit 3 Tagen, Genosse Weise. Ja, ich erkläre Ihnen, warum wir uns dafür entschieden haben, uns direkt an Sie zu wenden. Wir bitten Sie darum, die Reform zu revidieren. Ja, Genosse, oh Gott. Genosse Weise, bitte entschuldigen Sie, doch wir müssen mit Genossen Weber bereits gehen. Ich bin sicher, dass Sie sich mit ihm über alles einigen können, doch an einem anderen. Spannend. Die Grafik ist also, toll. Total. Heißt also, dass in unserem proletarischen, kommunistischen Kommunensystem es Probleme gibt, die wir jetzt irgendwie lösen müssen. Ja. Ich bin echt gespannt. Guten Morgen, Francis. Guten Morgen, Francis. Guten Morgen, Helen. Heute sind Treffen mit den Leitern der einzelnen Stadtkomitees angesetzt. Oberstleutnant Bayer aus dem Brandschutzdienst ist bereits eingetroffen. Gut, er soll reinkommen. Genosse River, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Auch Ihnen einen guten Morgen, Genosse Oberst. Damit ich meine oder Ihre Zeit verschwende, komme ich gleich auf den. Die Feuerwehrmänner in unserer Stadt haben einen dringenden Bedarf an allem. Wir haben nur eine Handvoll Fahrzeuge, die betriebsfähig sind. Meine Leute antworten auf Notrufe und beten, dass sie es überhaupt schaffen, zum Ort des Brandes zu kommen.
Wenn in der Stadt wirklich ein großes Feuer ausbricht, dann kommen wir damit sicher nicht zurecht. Wir würden Glück haben, wenn es uns überhaupt gelänge, den Brand einzudämmen. Das Geld reicht kaum für die Gehälter und Sozialleistungen. Ich hoffe, dass ich die Schwere der Situation zu verstehen geben konnte und behalten Sie dieses Problem bei der Planung der Finanzen. Ich hoffe sehr, dass ich Ihnen helfen kann, aber Sie müssen verstehen, dass ich auch die anderen anhören muss, um sich die Situation in der Stadt besser vorstellen zu können. Die Situation in der Stadt? Die Sache ist so, dass sich hier eines der größten Hüttenwerke im Land befindet und die Maschinen und Arbeiten in diesem Werk tragen nicht zu einer brandsicheren Lage bei. Ich komme mit einem Brand in so einem riesigen und darüber hinaus gefährlichen Unternehmen nicht zurecht. Sie kommen von weit her. Doch ich denke, Sie können sich den Maßstab einer solchen Katastrophe vorstellen, wenn die ganze Stadt plötzlich ohne Arbeit dasteht. Ich teile Ihre Beunruhigung, aber die Situation ist nicht nur bei uns nicht einfach. Deswegen werde ich keine voreiligen Versprechungen machen. Ich habe Sie verstanden. Ich werde auf Ihre abschließende Entscheidung warten. Auf Wiedersehen, Genosse Böhmer. Auf Wiedersehen, Genosse Bayer. Huiuiuiuiui. Okay, es stimmt, er hat schon recht. Unsere ganze Wirtschaft beruht auf diesem Eisenwerk. Ja. Wenn uns das um die Ohren fliegt, ist alles kaputt. Oh ja, das Telefon klingelt. Genosse River, Karl Beckett, der Chefarzt des städtischen Krankenhauses, wartet auf Sie. Er soll reinkommen, Helen. Guten Tag, Genosse River. Guten Tag, Genosse Beckert. Ah, Sie können mich Karl nennen. Ich mag dieses offizielle Getue nicht sehr. Ich bitte um Entschuldigung, Genosse Beckert, aber ich könnte auch Ihr Sohn sein. Alles klar, wie Sie möchten. Ich hoffe, dass wir diese Vorurteile in Zukunft hinter uns lassen können. Das ist Respekt, Genosse Beckert, nicht mehr. Ihnen gegenüber und gegenüber Ihrem Beruf. Ich könnte stundenlang darüber philosophieren, dass man Respekt durch Taten verdient und nicht durch Alter. Aber ich befürchte, dass wir selbst zur Tat schreiten müssen. Ich höre Ihnen aufmerksam zu, Genosse Beckett. Vielleicht werden Sie erstaunt sein, aber ich werde nicht versuchen, Ihnen eine Finanzierung aus dem Kreuz zu leiern, indem ich etwas über Sorgen und Nöte erzähle. Obwohl die Übertreibung ein altes Leiden der Oberhäupter der Behörden unserer Stadt ist, möchte ich über etwas anderes sprechen. Über die Erfolge unseres städtischen Krankenhauses mit Ihrem ehrenwerten Vorgänger, dem Genossen Lebowski, haben wir ein neues Krankenversicherungspaket für die Arbeiter des Klaus-Wolfram-Hüttenwerks eingeführt. Nun können einfache Werktätige medizinische Leistungen in vollem Umfang erhalten. Das klingt ausgezeichnet, Genosse Beckert, aber Sie sind sicherlich nicht gekommen, um sich zu rühmen. Recht. Wir möchten wirklich das neue Paket auf alle Staatsbediensteten der Stadt ausdehnen. Aber das geht nicht ohne den Stadthaushalt. Und Sie sagten, dass Sie nicht nach Geld fragen werden? Bitte Sie. Ich wollte nur nicht übertreiben. Für bestehenden Bedarf reicht es durchaus, aber man kann alles immer noch besser machen. Nun, das klingt vernünftig. Ich werde auf jeden Fall darüber nachdenken und Ihnen in den nächsten Tagen antworten. Und bevor ich da jetzt draufklicke... Die Arbeiter im Werk haben gesagt, wir müssen über die Reformen sprechen. Das stinkt alles mit dieser Krankenversicherung. Ich habe auch das Gefühl. Also dann, auf Wiedersehen, Genosse River. Auf Wiedersehen, Genosse Beckett. Eieieiei. Genosse River, Jane Kippler, Vorsitzende des Komitees für Lebensunterhalt, ist angekommen. Mein Gott, es sind so viele. Ich schaffe ja gar nicht, alles zu verarbeiten. Was soll ich antworten? Sag, dass ich zu Mittag bin. Wird gemacht. Mal gucken, wie lange es dauert, bis das Parteitelefon klingelt. So, wir haben wieder einen Brief. Oder nee, den Brief. Ist das ein neuer? Oder wir haben Depeschen. Und wir haben diese Karte. Ja, kommentiert gerade einerseits, es gibt neue Fälle auf der Karte und dann sagt er, dass das unser geplanter Tag der offenen Tür ist. Stimmt. Wir hatten einen Tag der offenen Tür geplant. Ja.
Aber Mittagspause ist Mittagspause. Korrekt. Depeschen oder Karte? Ich glaube, wir können nur eins machen, bevor das Telefon wieder klingelt. Depesche. Wir haben drei, wie es aussieht. So. Petition an den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genosse Francis River. Wir, die Unterzeichnenden, bitten, unsere Straße zu Ehren von Gerhard Müller umzubenennen. Es ist offensichtlich, dass Eisen 1 eine korwinische Stadt ist, ein Teil der korwinischen Volkskommune. In ihr kann es keinen Platz für den Namen von John Harper geben, eines kentischen Nationalisten, der gegen die Orangenkräfte für die Unabhängigkeit von Kent gekämpft hat. Ja, später hat er die Seite gewechselt, aber das ändert nichts. Man kann Straßen in Jamesforth oder Waterdrop nach ihm benennen, wenn man möchte. Aber wir sind stolz darauf, dass wir Corvinier sind. Das revolutionärste Volk. Deshalb möchten wir in der Gerhard-Müller-Straße wohnen. Er ist gebürtig in Alten Eisen, führte eine eigene Einheit der orangenen Infanterie und kämpfte gegen die Schwarzen. Wir müssen unserer Helden gedenken. Hochachtungsvoll, Anwohner der John Harper Straße. Das ist gerechtfertigt, wir benennen sie um, minus 1000. Das riecht nach korwinischem Nationalismus. Das lasse ich nicht zu. Da wäre ich irgendwie ganz spontan, ganz doll für das Letzte. Ich auch. Ja. Ich definitiv auch. Über uns jetzt diese Diskussion auch noch geben. Ja, nee, und was ist das für ein blödes Zeichen? Wir haben schon den Typen abgelehnt mit seinem kentischen Denkmal und dann nehmen wir eine Straße, die nach einem Kenter benannt ist, weg. Das ist gleicher Maßstab für alle, hier auch nix. Das ist der gleiche Maßstab, allerdings. Kurzer Hinweis aus dem Chat, besser nicht tun. Okay, also nochmal drüber nachdenken. Als wir vorhin dieses kentische Denkmal hatten, waren wir ja ein bisschen glücklich, dass diese Straßenschlachten da nicht ausgebrochen sind. Könnte es jetzt passieren, dass die Stimmung sinkt, wenn wir dem korwinischen Nationalismus nicht nachgeben? Oder dass es dann sozusagen zu irgendeinem Aufbegehren kommt? Ich hätte jetzt gesagt, wenn es zu einem Aufbegehren kommt, dann ist es korwinischer Nationalismus, der nicht zu unserem Kommunendenken passt. Ich bin auch dabei. Das riecht nach korwinischem Nationalismus, lasse ich nicht. Ja. Jemand hat vergessen, dass Volksverhetzung ein Verbrechen ist. AIS-Fahnder haben die Initiatoren der Petition besucht und sie entsprechend daran erinnert. Man kann nicht sagen, dass dies ihre Popularität beim korwinischen Teil der Stadtbevölkerung gefördert hat. Okay. Aber auch interessant. Was für eine Auswirkung. An den sehr geehrten Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Guten Tag, Genosse River. Bevor ich zu meiner Bitte komme, bitte ich bei Ihrer Prüfung zu berücksichtigen, dass ich ein sogenannter junger Fachmann, Ingenieur der Klaus-Wolfram-Werke bin. Meine Frau und ich sind nicht von hier, deshalb hat man uns nach der Ankunft Wohnraum zugeteilt. Dies geschah noch unter Ihrem Vorgänger, dem Genossen Lewabowski. Der Bezirk ist nicht der komfortabelste, aber dafür neu. In der Nähe der Feuerwache, etwas südlicher, an der Ludo-Waldvogelstraße. Allerdings muss ich jeden Morgen den ersten Bus kriegen und praktisch durch die ganze Stadt zu fahren, um rechtzeitig zum Werk zu kommen. Nur haben die Busse in letzter Zeit fast jeden Tag Verspätung und zusammen mit ihnen komme ich auch zu spät und erhalte dafür übrigens Verweise. Genosse River, ich bitte Sie, Maßnahmen zu ergreifen. Diese Probleme beunruhigen nicht nur mich, sondern auch einige meiner Nachbarn, die ebenfalls im Werk arbeiten. Die Verkehrsunternehmen ignorieren uns einfach. Hochachtungsvoll, Genosse Robert Geier. Der Sache sollte man nachgehen. Wenn ihm unsere Busse nicht gefallen, soll er doch früher aufstehen und zu Fuß gehen. Hehe.
der Sache sollte man nachgehen. Kostet, ja. Es kosten beide Sachen nichts. Also eine Untersuchung ist auf jeden Fall gerechtfertigt, wenn unsere Arbeiter nicht nicht zur Arbeit kommen, nur zu spät und Verweise kassieren, ist es nicht gut. Definitiv nicht. Also es ist für die Arbeiter nicht gut, es ist für die Moral am Arbeitsplatz an sich nicht gut. Und so wird das Ganze viel weniger planbar. Außerdem sind wir ja hier, haben wir so einen komischen Proletarierstaat. Ich finde, da muss man dann auch gucken, dass es läuft. Der Sache sollte man nachgehen. Sie haben sich mit dem Leiter der Verkehrsabteilung in Verbindung gesetzt und verlangt, sich um die Verspätung der Busse zu kümmern. Wahrscheinlich wird das ausreichend sein. Okay. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genosse Francis River. Hochverehrter Genosse River, ich wage, mich an Sie mit meiner bescheidenen Beschwerde zu wenden, denn man will mich nicht einmal in der AIS anhören. Es scheint, dass unsere Verteidiger der Ordnung und Gerechtigkeit glauben, dass ich verrückt bin. Ja, ich lebe fast in der Bibliothek, sammle interessante und seltene Bücher und halte viele nette Katzen, aber nicht mehr als 20. Aber ich bin kein bisschen verrückt, glauben Sie mir. Insbesondere muss auch ich, wie jeder normale Mensch, von etwas leben. Aber als ich kürzlich zur Post ging, um meine Rente abzuholen, konnte ich sie nicht bekommen. Ich bin entsetzt. Wovon soll ich meine Kätzchen füttern? Wie werde ich Bücher kaufen? Ich bitte Sie, Genosse River, helfen Sie einem alten Mann. Klären Sie auf, wohin mein Geld bei der Post verschwunden ist. Ich hoffe auf Ihren Edelmut und Ihr Verantwortungsbewusstsein, Genossen Jürgen Lange. Soll sich der AIS um diesen Fall kümmern? Die Postfiliale fällt nicht in die Zuständigkeit des Stadtkomitees. Also erstmal, die Ansprache lässt mich stutzen und zweimal über die Sache nachdenken. Schaue ich jetzt allerdings auf die beiden Optionen, kann ich der letzten einfach nicht zustimmen. Mhm. gibt es noch eine dritte? Oder, nein. Nein. Gibt es noch die zweite? Ja, also wenn die Rente von unseren Einwohnern verschwindet, wird ja quasi Geld abgezweigt, dass wir als Staat diesen Menschen zur Verfügung stellen. Ich finde, der AIS sollte sich drum kümmern. Sehr schön, dass wir uns da einig sind. Der AIS soll sich drum kümmern. Ihre Anweisung, sich des Problems von Jürgen Lange anzunehmen, erwies sich als effektiv. Nach der Aktualisierung der Kartothek der Postfiliale stellte sich heraus, dass der Genosse Lange als Jürgan eingetragen war und sein Geld nicht erhalten konnte. Ein gewöhnlicher Fehler, nichts Verdächtiges. Okay. Wieder ein Bürger geholfen. Jawohl. Francis? Wer ist diesmal gekommen, Helen? Niemand, das bin nur ich. Ich habe gesehen, dass sie gar nicht zum Essen gekommen sind und da habe ich ihn gekocht. Helen, wirklich? Du machst mich verlegen. Du hättest dir wegen mir nicht solch eine Mühe machen müssen. Francis, eine zweite Portion Haferbrei passte nicht mehr rein. Sie haben keine Wahl. Du weißt, wie man jemanden überzeugen kann, Helen. Danke dir vielmals. Für sie da. Übrigens, Helen, du hast heute sicher auch viel zu tun gehabt. Du kannst morgen einen Tag frei nehmen. Francis, ich werde über den Vorschlag nachdenken. Ja, ob wir die Hochzeitsglocken hören. Auf jeden Fall, also ich weiß noch nicht, was ich höre, aber ich höre irgendwas läuten. Es ist eine gewisse Spannung da. So, dann gehen wir mal auf die Karte, ne? Okay. Ah, hier haben wir die Epidemie. Und wir haben jetzt 4 Medikamente. Aber wir brauchen halt mehr als das.
Wir brauchen einen, ja genau, aber das ist ja jetzt nicht, dass wir das hier lösen. Wir haben vier auf Lager. Wir müssen nachher mal. Und wir brauchen 8, genau. Ja, wir müssen nachher mal, aber das ist ja eine andere Dings. Aber das erste Mal lösen wir das hier. Da sind wir uns total einig, Ja. oder? Und jetzt sehe ich Ja. auch, was das. Jetzt sehe ich auch erst, was das für ein Symbol ist. Das ist eine Kapsel, das ist eine Tablette. Das habe ich nicht als Medikamente erkannt, sondern als irgendwas Rundes, wo ein Stab dran ist. Jetzt sehe ich das erst in dieser, also, interessant. Also lösen. Okay, damit ist das gelöst. Jetzt gucken wir uns das Ergebnis der Miliz an, wo wir jemanden hingeschickt habt. Gemüsegroßhandel. Es gelang ihm herauszufinden, dass von dem Dutzend festangestellter Beschäftigter des Gemüsegroßhandels erst drei vor kurzer Zeit eingestellt worden waren. Der Agent beobachtete den ganzen Tag über den Gemüsegroßhandel und lauschte den Gesprächen der Arbeitenden. Er rief Misstrauen hervor und kam seinem Auftrag nicht weiter ausführen, aber es ist ihm gelungen, einige Dinge herauszufinden. Erste Option, die Angestellten allein hätten es nicht geschafft, mehrere Tonnen Produkte im Monat wegzuschaffen. Wir müssen auch die übrigen Angestellten des Gemüsegroßhandels überwachen. Diebesgut muss abtransportiert werden und dies passiert kaum tagsüber. Wir werden beobachten, was dort nachts passiert. Oder dritte Option, lass uns die Malocher doch fragen, wer von ihnen ein Heimkind ist. Sagen wir mal, im Rahmen einer Umfrage ist doch so in Ordnung, oder? Oh Gott. Irgendwie immer die Variante, die mir nie gefällt, Ja, bisher. genau. Okay, also geht's, wollen wir alle überwachen oder wollen wir nachts überwachen? Und wer kann es tun? Ja, er ist raus. Was war er hier nochmal? Er mag keine Beschäftigungen, die zu viel Aufmerksamkeit erfordern. Ich glaube, er ist nicht der Richtige. Ja, sie ist sehr auffällig. Das ist Arbeiter. Also entweder er mit der überdurchschnittliche körperliche Konstitution. Wenn wir ihn nehmen, hätte ich gesagt, ich würde nachts überwachen. Weil nachts würde ich Ja. mir seine ausgeprägte Rigorosität wünschen, bei der Beobachtung der anderen Arbeiter nicht so. Ja, das finde ich ein gutes Argument. Also würde ich ihn nehmen und was dort nachts passiert. Ja? Ja. Okay. So, dann haben wir das. Und dann kommen wir zu dem hier. So, hier oben müssen wir jetzt unsere Defizite ausgleichen. Also, hier können wir nicht höher. Wir haben aber Zeug auf Lager. Das heißt, wir schicken. So, jetzt sind wir da oben auf plus minus null. Da würde ich noch einen mehr hinschicken, dass wir einen haben, damit wir handeln können. Dann müssen wir auf Öl gucken und Öl wird hier produziert. Da schmeißen wir mal Eisen rein. Da sind wir jetzt auch auf einen. Und da oben wird Nahrungsmittel produziert. Da sind wir da. Da sind wir jetzt auch einen im Plus. Achso. Wir könnten jetzt sagen, macht ein bisschen mehr, um dort einen Vorrat anzulegen, weiß ich aber nicht. Also, was ich gerne machen würde, ist hier, dass wir hier nicht auf Null kommen. Das ist hier unten. So. Dann haben wir noch 21 Eisenwaren auf Lager. Oder sollten wir nicht so viel lagern und eher noch ein bisschen da oben auf Plus setzen? Ich würde da oben noch ein bisschen was auf Plus setzen. Also erstmal dieses hier auch. Jetzt haben wir, oh, da haben wir jetzt plus 10. Dann machen wir mal. Hier sind wir auf 3.
So, dann machen wir ist erforderlich. Bei den Medikamenten. Können wir den Betriebsmodus wieder runtersetzen? Würde ich fast sagen. So, dann sind wir ausgeglichen. Damit wir sie nicht auslasten, haben sechs, haben, ja, okay, nur noch einen über, aber das fände ich okay. Und bei den Nahrungsmitteln würde ich vielleicht hochgehen wollen. Da müssten wir aber den Betriebsmodus hochsetzen. Was ich eigentlich nicht möchte. Möchte dann eher vielleicht hier die drei, die das produzieren, dann sind wir da oben auf plus 0 und hier haben wir so gut wie überall einen und hier haben wir 6 über. Ja, ich finde es jetzt gut ausgeglichen. Finde ich auch. Okay, wir müssen noch Dinge fertigstellen, deswegen ist wahrscheinlich... Okay, neuer Brief. Oh, okay, hier erscheinen jetzt Dinge. Okay. Das heißt, wir haben jetzt eigene Akten. Ja. Mit Aktennotizen und so. Genosse River, das bin nochmal ich, Paul Traube. Bitte lachen Sie nicht, aber alle begannen mit den... Alles begann mit der fehlenden Rentenzahlung. Verstehen Sie? Ich lebe nicht sehr üppig, deshalb musste ich dieses Problem wohl über übel ernst nehmen. Ich ging zur Post, um die Sache zu klären. Zum Glück ging es um einfache Schlamperei. Diese Cretins haben mich mit Paul Trauge, Agronom, verwechselt, der kürzlich von einem Auto angefahren wurde. Das fehlte gerade noch, so nicht. Aber im Laufe der nicht besonders schönen Auseinandersetzung über das Namensregister fiel mir etwas Interessantes ins Auge. In der vergangenen Woche holte Maria Remark ihre Rente ab. Das ist meine alte Bekannte, die übrigens mal eine sehr attraktive Frau war. Aber sie ist schon im vergangenen Winter an Lungenentzündung gestorben. An Geister zu glauben ist bei uns nicht gestattet, weshalb ich entschied, dass sich jemand die Rente einer Verstorbenen in die Tasche steckt. Das Register ließ man mich nicht eingehend untersuchen, aber Erfahrung ist Erfahrung. Schon einige Tage später hatte ich ein Heft mit der Liste der Rentenempfänger des letzten Monats in Händen. Dank einer jungen Dame, der das unverschämte Verhalten ihrer Vorgesetzten nicht gefallen hat. Ich mache mich an den Vergleich dieser Liste mit den Nachrufen der Zeitung und lag nicht falsch. In der allerersten von mir durchgesehenen Ausgabe des Eisernen Boten wurde über den plötzlich verstorbenen Benjamin Wright berichtet, der sich für das Werk ganze 30 Jahre aufgeopfert hat. Das hat der Veteran der Arbeit nicht gehindert, nach 15 Jahren immer noch seine Rente zu beziehen. Zum Tagesende fand ich 4 weitere Verstorbene, die, warum auch immer, Geld brauchten. Das machte mich nachdenklich. Solch ein Schwindel ohne die wenigstens stillschweigende Zustimmung der Leiterin der Postfiliale ist schwierig, geradezu unmöglich. Allein schon deswegen, weil an dem Register Mitarbeiter verschiedener Schichten arbeiten. Mich entsetzt auch die Dreistigkeit der Betrüger, denn sie hatten keine Hemmung, Geld selbst jener Toten zu stehlen, über deren Tod in der Presse berichtet wurde. Wäre unsere Gesellschaft weniger progressiv, würde ich annehmen, dass dies nicht ohne Hintermann in der Miliz oder der politischen Abteilung ging. Natürlich habe ich mich dorthin nicht vorgewagt, aber mit den Postlern habe ich ordentlich gearbeitet. Die Leiterin Aglaya Hopfen, mit der ich am nächsten Tag in Streit geriet, stellte sich wie erwartet als alte Zicke heraus. Aber das war für mich nur von Vorteil. Ich provozierte sie zu einigen Aufschreien, deren Inhalt darin bestand, dass ihr irgendwelche Überprüfungen egal sind. Ich denke, dass dies nicht nur leere Worte waren. Die Leiterin weiß ausgezeichnet, dass ich Journalist bin und ahne, wen man kontaktieren muss, damit es echte Überprüfungen gibt. Also war es ihr wirklich egal. Angenommen, dass die Genossin Hopfen persönlich außergewöhnlich ehrlich ist. Kann man sich aber vorstellen, auf anderthalb Dutzend Mitarbeiter verlassen, die man ständig schikaniert? Wohl eher nicht. Die Quellen
ihrer Furchtlosigkeit liegen also woanders. Aber hier kann ich, wie gesagt, nichts machen. Das Einzige, was mir gelungen ist, in Erfahrung zu bringen, ist, dass Aglia Hopfen in einem Haus mit dem Major der Miliz Clemens Campbell wohnt, das wahrscheinlich mehr als ein Zufall ist. Bei den übrigen Postmitarbeitern würde ich die Buchhalter ins Auge fassen. Ohne Hilfe wenigstens eines von ihnen verliert das ganze Schema seinen Sinn und es ist unwahrscheinlich, dass die Betrüger Postboten oder Schaltermitarbeiter in die Machenschaft eingeweiht haben. Hiermit verbleibe ich ihr Paul Traube, fast ein Privatdetektiv. Oh, das wird alles ein wie ein so ein dieses rauchiges Zimmer amerikanischer Detektivfilm. Auf jeden Fall. Und hier mit den Akten zu den Verdächtigen. Ja. Richard Hohlbach, 37 Jahre, wohnt allein, verkehrt mit Kollegen und Nachbarn ausschließlich auf sachlicher Ebene, übrigens recht höflich. Trinkt nicht oder selten, Hochschulabschluss in der Hauptstadt, kehrt aber nach der Verteilung nach Eisen 1 zurück, um hier zu arbeiten. Man sagt, dass er für eine Literaturzeitschrift schreibt, was mir nicht gelungen ist, zu überprüfen. Verwendet er vielleicht ein Pseudonym? Interessant ist, dass sich das Verhältnis zur Leiterin vor kurzem verkomplizierte. Sie schreit ihm übrigens weniger stark an als ihre übrigen Untergebenen. Allerdings hat einer der Briefträger mir miterzählt, dass Goldbach kürzlich halblaut geschimpft haben soll. In diesem Saustall bleibe ich nicht länger. Mehr kann ich über ihn nicht sagen. So, und Anna Kent arbeitet aufgrund der Verteilung, was ihr aber anscheinend keinen Verdruss bereitet. Nicht verheiratet. Nach den Worten meiner neuen Bekannten mit den meisten Kollegen offen und freundlich. Manchmal zu freundlich. Ich konnte nicht herausfinden, was das genau bedeutet. Meine Gesprächspartnerin hat plötzlich geschwiegen. Aber dem Hohlbach mag die Genossin Kent nicht. Zum Beispiel versucht sie nicht, mit ihm allein zu bleiben. Hat sie Angst vor ihm? Wenn ja, warum? Was das Verhältnis zur Leiterin betrifft, so hat sie die Neue zunächst recht hart schikaniert, was aber später nachgelassen hat. Eventuell liegt es daran, dass Anna sich als durchaus aufgeweckte Mitarbeiterin erwies. Oder auch nicht. In jedem Fall fand in Verbindung mit ihrer Funktion nichts Verdächtiges statt, jedenfalls soweit mir bekannt ist. Okay, und wir können jetzt reagieren. Offizielle Anfrage an das Gebietskomitee. Ich bitte, eine offizielle Überprüfung eines der unten aufgeführten Mitglieder der Kommune durchzuführen. Richard Hohlbach, Anna Kent, Richard Hohlbach und Anna Kent. In Hinsicht auf Verbreitung mit den unten aufgeführten illegalen Tätigkeiten. Ich finde es gerade noch ein bisschen dünn für Ermittlungen. Ja. Müssen wir aber machen. Eher gegen ihn wahrscheinlich. Also wäre jetzt so mein Instinkt. Ich kann es auch... Also es ist lustig. Ich kann es nicht begründen. Nicht aufgrund des Textes, die ich gerade selber vorgelesen habe. Kann ich es nicht begründen. Aber ich hätte auch eher Richard Hohlbach gesagt. Allerdings kommt er nicht gut mit der Frau klar und, ach, ich weiß es nicht. Aber mein erster Impuls wäre auch Richard Hohlbach gewesen. Also wenn sich bei den Ermittlungen noch herausstellt, dass die Frau irgendwie auch was damit zu tun hat, dann so geht. Aber momentan habe ich den Eindruck, dass er da ein bisschen... Wir können auch beide. Wir haben drei Optionen. Ja, ich weiß, aber ich wüsste gerade noch nicht, warum wir gegen sie ermitteln sollen. Ja, das stimmt, ja. Insofern bin ich bei ihm. Ich würde dir an der Stelle total folgen. Also machen wir das mal. Aufgrund ihrer Eingabe durchgeführte Überprüfung durch das Gebiet hat ergeben, dass die Leiterin Aglia Hopfen tatsächlich in ein Korruptionsschema verwickelt ist. Es drohen ihr nun mehrere Jahre Gefängnis, jedoch konnte keine Beweise für eine Beteiligung von Richard Hohlbach an den Taten gefunden werden. Er arbeitete weiterhin in der Postfiliale. Anna Kent
hat auf eigenen Wunsch gekündigt und ist zu Verwandten in eine andere Stadt gezogen. Verdammt. Schade. Ah, knapp daneben ist auch vorbei. Aber immerhin haben wir das Korruptionsschema aufgedeckt. Ja. Oh, was kommt jetzt? Ah, Jane Kipler. Ah. Guten Tag, Genosse River. Ich bin Jane Kipler, die Vorsitzende des Komitees für Lebensunterhalt. Guten Tag, Genossin Kipler. Setzen Sie sich bitte. Vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte, dass Sie warten mussten, Genossin Kipler. Ich war beim Mittagessen. Das macht jetzt Genosse River. Als Lebowski der Leiter des Stadtkomitees war, musste ich Wochen auf einen Termin warten. War er wirklich so beschäftigt? Er war sehr um sein geliebtes Ego und den nun bereits ihrigen Sessel besorgt, der ihm so bei seiner Selbstbeschäftigung geholfen hat. Ich bin unglaublich froh, dass man ihn endlich rausgeworfen hat. Schade, dass man ihn nur pensionieren konnte. Weswegen hätte man ihn rauswerfen sollen? Wie soll ich es Ihnen sagen? Der Genosse Lebowski suchte in allem einen Nutzen, wo das nur möglich war. Ich befürchte, sogar in der Toilette würde er als erstes nach dem Geld suchen. Ich würde nicht sagen, dass dies sich auf unsere Stadt vorteilhaft ausgewirkt hat. Aber was macht es jetzt schon? Gerechtigkeit ist immer wichtig, Genossin Kipler. Wenn nur alle in diesem Land so denken würden wie Sie. Aber wir sollten jetzt zu den wichtigen Fragen kommen. Der Abnutzungsgrad des städtischen Wärmenetzes beträgt fast 40%. Wir müssen dringend Rohre auswechseln, sonst bleiben Hunderte von Familien in der kalten Jahreszeit ohne Heizung. Außerdem müssen Schneeräumfahrzeuge angeschafft werden. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Sie sind nicht die Erste, die heute nach einer Finanzierung fragt. Ja, vielen Dank, Genosse River. Mir scheint, dass Sie im Gegensatz zu Ihrem Vorgänger wirklich in der Lage sind, richtige Entscheidungen zu treffen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Genossin Kipler. Heieieiei. Ach. Unser Tag ist vorbei. Wir haben es geschafft. Wir haben 4 Tage geschafft. Das war's erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!